Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Ori and the Will of the Wisps. In der heutigen Folge erkunden wir die Lumos Seen. Und ganz wichtig bei diesem Gebiet, das ist sehr verbuggt gewesen vom Sound her in der Aufnahme schon. Also das habe ich in der Aufnahme schon selbst gehört. Das heißt, ich werde dort auch wieder ein bisschen die Geschwindigkeit hochstellen, weil es dadurch angenehmer einfach ist. Das Gordelgerz. Ich hätte gesehen, dass da halt die ganze Zeit so ein graues Gebiet war. Jetzt habe ich mich mal hier noch ein bisschen umgeschaut. Einfach Goldgerz gefunden. So, will ich auf jeden Fall hier noch den Samen abgeben, den wir gefunden haben. Zurückgelassene. Okay, Sangrid's Bias ist nicht die Projekte. Machen wir einfach hier das zweite noch. Ah ja, hier. Da können wir solche Sprungplattformen machen. Jetzt ist das wir. Ah ja, hier auch. Dass wir jetzt so eine Samen über den haben im stillen Wald. Da war ich nicht gründlich genug. Ah, dann können wir da nach da oben. Meine Lebenszelle angezeigt. Wird das hier drin? Gehen wir mal. Geisterlicht auf jeden Fall. Es geht noch weiter. Eine Lebenszelle, ja. Energiezelle. So, ich möchte von dir jetzt endlich diesen Dreiersprung kaufen. Wir können eigentlich alles von ihm mal kaufen, dann haben wir alles, dann haben wir den komplett abgeschlossen. So, hier in der Waldlichtung sollten wir jetzt auch hochkommen, die neuen Fähigkeiten und so, wo ein Goldgerz sich befindet. So, hier kommen wir auch hoch. Ziemliche Sicherheit über unsere neue Fähigkeit. Waren wir noch gar nicht. Ja, das Geisterlicht ist neu auch, wo wir neues Ort erreichen und so. Das ist krank. So, was befindet sich hier für uns? Ein Geistersplitter, oder? Ja. Kopfgeld. Ah, okay, damit tun die mehr Geisterlicht fallen lassen, aber haben dafür mehr Gesundheit und machen mehr Schaden. Boah, aber wir haben ja schon eins aktiv, wo mehr, dass sie mehr Geisterlicht fallen lassen. Und ich glaube, bin ich, glaube ich, da auch erstmal zufrieden damit. Ich brauche jetzt nicht unbedingt stärkere Gegner. So, hier. Wo wir mal die Mühle von ganz weit weg sehen, hier in der Nähe. Und dieser Ort, den wir nie abgecheckt haben, können wir auch schon seit Ewigkeiten eigentlich hin. Sehen wir die Fähigkeit mit den blauen Pflanzen haben und hier ist das Gegenstück vom Rennen. Ich weiß auch schon ganz genau, wo es doch ist. Genau hier, und das werden wir jetzt nochmal machen für mehr Geisterlicht. Oh Junge, First Try, ganz knapp geschafft. Also, ja, sprinten und ansonsten kriegen wir die Null down, ey. Hier, ich möchte hier diesen Schockschlag noch machen, weil ich glaube, das ist einfach eine Verbesserung von der Stampfattacke, oder? Joa, Junge, ist jetzt OP, es macht so viel wie diese Käfer, die das ganze Zeit machen. Dann will ich noch die Wache holen, dass eine Geisterkugel entstehen, die für dich angreift. Ist eine ganz nice Waffe, glaube ich. Da. Da ist so ein kleiner Schmetterling. Das ist cool. Aber bleibt auch nicht wirklich lange. Ja, mal schauen, ob ich die einsetze. Auch für Bosskämpfe vielleicht, aber. Ja, die gibt es gefühlt nicht mehr in dem Game. Ja, Leute, als nächstes möchte ich etwas ausprobieren, beziehungsweise das machen, weil ich im Schnitt ausgesehen habe, denn wir haben im stillen Wald einen Samen bekommen. Hier, also über diesen Ast und so, und den habe ich nie eingesetzt. Und nachdem ich Samen aus diesem Berggebiet bekommen habe, habe ich schon gesagt, haben wir ein bisschen Wald einverpasst. Nee, ich habe bloß nie eingesetzt. Das können wir auf jeden Fall jetzt machen. Und den letzten Samen, die Quest aktivieren oder das Projekt. Und wir spawnen damit einen Geisterbaum. Das ist sehr interessant. Ah, da ist auch der. Ah, hier, genau den meinte ich. Desgleichen ging um meine Bäume vielen langsam. Ich habe dann ein Haus gefunden für den Baum. Ah, ist der Baum im stillen Wald, den wir schon hatten. Okay. Gibt jetzt wieder so Stats Boost oder ist wirklich eine Fähigkeit? Ja, wieder angeistert. Nochmal. Also 25% mehr Angriff haben wir jetzt. Bruder, das ist krass. Hey Leute, ich möchte gerade zu den Lumos-Seen gehen und habe mich deswegen hier zum ersten Dungeon teleportiert. Und hier ist einfach ein Becken, was ich nie abgecheckt habe. Können wir, seitdem das Wasser gereinigt ist, auf jeden Fall betreten? Ein Gordelgerz. Vor allem, ich war ja hier schon mal da oben, um ein paar Sachen nachzuholen. Habe ich trotzdem nicht
geholt. Und hier unten im Wasser von der Brunnenquelle hier Wasserrad und so war ich auch noch nie. Energiezelle ist. Ah, ich habe hier eine Energiezelle verpasst, glaube ich. Die wird mir auf jeden Fall auf der Map angezeigt. Nehme ich mit. Okay, als nächstes wollen wir jetzt auch die Glumas-Szene erkunden, das neue Gebiet, wo es auch wieder ein Irrlicht gibt. Betrete ich jetzt hier vom ersten Dungeon eben. Aber man kann das Gebiet auf jeden Fall noch auf andere Wege betreten. Das weiß ich auf jeden Fall. Zum Beispiel auch hier. Ich frage mich, ist auf jeden Fall ein Wassergebiet? Das haben wir auf jeden Fall auch schon gesehen. Aber wie das Ganze jetzt auch aufgebaut sein wird. Weil wir können uns auch vor allem momentan nicht unter Wasser wehren. Könnte mir vielleicht gut vorstellen, dass wir eine Fähigkeit bekommen per Geisterbaum, wo wir einen Unterwasserangriff bekommen, aber momentan sieht es da ziemlich leer aus. Hier können wir was zerstören und da kriegen wir auch die Energiezelle, die ich auf der Karte gesehen habe. Auch zerstören, das kennen wir alles schon so ein bisschen. Hier ist auch nochmal eine Verbindung zu den Lumas sehen von der großen Lichtung. Gut, dringen wir einfach mal ein bisschen mehr in das Gebiet ein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das umgesetzt sein wird. Na, wie sind wir solche Pike oder so? Die Wasserradmechanik wird hier auch auf jeden Fall fortgesetzt. Den Abteil kann man auf jeden Fall schon seit längerem betreten eigentlich. Aber ich wusste, dass Lumas ein Gebiet wird, was später eher wichtig wird. Deswegen habe ich es gelassen. Ich kann auf jeden Fall sagen, es sieht sehr, sehr schön aus. So, komme ich an das ran? Nee. Also, etwa kann ich das abstellen oder schneller schwimmen irgendwann. Bin ich auch direkt schon an der Stelle, wo ich nicht mehr so wirklich wegkomme. Ah, wir können das wahrscheinlich auch gegen den Pickel schießen lassen. Aber auch hier mal kurz frei machen. Also einfach zum Luft schnappen. Ja, okay, wir können ja schon unter Wasser atmen. Tatsächlich sogar relativ uninteressant für uns. Ah, wir können das Wasserrad zum Bewegen bringen. Gleiten wir mal rüber, würde ich sagen. Oh, das kann man sogar ganz knapp schaffen. Ich glaube, hier wäre ich ohne Gleiten auch nicht hingekommen. Ich glaube, ab jetzt kommt wirklich neues Abstellen Wald. Ja, es kommt noch eine Cutscene. Weiter zerbrach wie ich Kraft des Waldes hier nieder. Uns schützt sich Seen vor dem Verfall, doch wir müssen sie bald finden, Oriol. Ihr Licht wird verloren gehen. Ja, ich bin ja schon am Arbeiten, hetz mich mal nicht. Jetzt betreten wir die Lumas-Szene so richtig anscheinend. Sehr, sehr schönes Gebiet, was irgendwie mit Luftblasen spielt anscheinend. Jo, auf den kann ich hüpfen. Jo, hoch. Oh. Da habe ich getrappt. Vermutlich wird mir da einfach die Fähigkeit des Gebiets fehlen. So cool gesehen, ich habe gehört, dass er auch zu den Lumas hingekommen ist. Aber ich finde ihn nicht. Das Gebiet ist größer, als ich in Erinnerung hatte. Quarlocks Weisheit. Ja gut, das Quarlock in so einem riesen Wassergebiet, das ist mir schon klar. Aber da wollt ihr auf jeden Fall auch helfen. Stören, ja. Dann kommen die Luftblasen nach oben. Schön Wasser auch abchecken. Ja, das ist wieder so eine Strömung. Aber diesmal kann ich dies auch nicht umgehen. Ah, ich brauche die Luftblasen und dieses Geisterlicht ranzukommen. Ab in diesem. Junge, die Luftblasen ja auch so ein bisschen bewegen. Was ich eigentlich sagen wollte, ich habe irgendwie in diesem Gebiet aber sehr komische Soundbugs. Hier vielleicht schon öfters in den Ori-Aufnahmen gesehen. Aber die waren immer in der Aufnahme nur. Was ziemlich komisch war und ich habe es auch nicht gefixt bekommen, weil es auch nur manchmal auftritt. Aber komischerweise ist dieser Bug im ganzen Gebiet hier drin. So, schauen wir mal hier weiter. Da ist ein Golgerz, das habe ich gesehen auf der Karte. Also unten, ich gehe jetzt mal oben lang. So, Tock haben wir hier. Fische beißen aber nicht nur den Köder, sondern auch Haut und Federn und so. Weil das, wenn ich unter Wasserpflanzen sind, die ziehen sich bei der kleinsten Berührung ein. Meine Schwanzfedern, das könnten wir, das angehen deutlich weniger schmerzhaft, paar. Junge, was machst du eigentlich hier? Wir haben einen Brunnen. Ach Gott, wir können den Wasserstand irgendwann senken. Wir können ihn nicht benutzen. Schon eine Art Schalter zu sein, ja. Sagt, können wir das hier aktivieren und dann müssen wir hier kurz zurück und. Ah, da wieder. Oh Gott. Erstmal, was ist hier unten
links ein Golgerz. Den Kartenhändler, wir kommen nicht zu dem hin. Die Karte von dem Gebiet wäre echt nicht schlecht. So, jetzt ist das Timing besser und wir kommen hier oben hin. Können damit alles öffnen, so wie das da. Das ist ja wahrscheinlich schon Wasser ablassen, oder? Ja, das hat sehr gut funktioniert. Können auf jeden Fall hier das Portal jetzt nutzen. Ah, hier ist ein Moi, der angelt. Ich kann nicht bewegen, du tust die Fische verschrecken. Wenn ich nur ein Netz hätte, aber ich habe einen Faden. Vielleicht etwas Federn dabei. Noch besser ein Netz. Ich habe die Feder von Kuro, aber... Ne, ich glaube, das kann ich dir nicht anbieten. So, man kann sich hier auf jeden Fall gut hocharbeiten. Weiß auch gar nicht, ob das Gebiet jetzt nach dem Horusberg angelehnt ist oder davor. Oh, und wir kriegen, glaube ich, eine Fähigkeit, wo wir das zerstören können. Oder irgendwie so. Irgendwas in die Richtung. Sehr, sehr verwirrt über das Gebiet, aber geisterlich, das weiß ich, was es ist. Checken. Das kann ich gar nicht. Ja, ist so wie. Ah doch, hier komme ich runter. Gerade sagen. Wer bist du? Kann ich dich hier irgendwie drauflenken? Ja, zumindest haben wir da jetzt ein paar Blasen freigelegt. Bestimmt kann ich dich auch nach oben locken, ja? Aber das da oben ist schon so kaputt. Was hat es jetzt kaputt gemacht? Ich weiß, dass wir die lila Dinger damit zerstören können, aber hier ist jetzt eine Wand, ja. Gut. Dann geht's an der einen Stelle von uns weiter. Dann gehen wir hier auch runter und das ist jetzt genau die Stelle, oder wie? Weil wir können immer noch nichts interagieren. Was einer. Gar nicht gesehen gerade. Das ist auf jeden Fall einmal zerstören. Ist das aber auch eigentlich ja nur eine Abkürzung. Ja, nicht und nicht weniger. Und diesen Geistersplitter komme ich halt ran. Stoßangriff versuchen mehr Schaden. Ultrastoßangriff. Ja, ganz nett. So, den Kollegen muss ich bis ganz nach oben locken. Dann komme ich da auch weiter. So, was ist das? Eine Art Schiff? Versunkenes Schiff, so ein bisschen. Oh, Battlefield. Hat es ein bisschen später getriggert. Da geht's. Junge, was ist das? In dem Wassergebiet kommen Gegner, die im Wasser sterben. Ja, das ist ja dann easy. Für deine eigene Kacke. Ja, so einfach ins Wasser feuern. Und die glitzern auch irgendwie so. Ganz komisch. Das war's schon. Also, komisch. Wassergebiet, Gegner, die im Wasser sterben. Verstehe ich nicht. Gehen wir mal runter ins Wasser wieder. Aber ich habe doch Hoffnung, dass ich zum Kartenhändler bekomme, irgendwie ein bisschen. Ach, hier kommt wieder was auf Zeit. Das geistliche Gefäß muss kurz warten. Wir können hier sowas freilegen und ich weiß nicht, wo der hin muss. Ich weiß nicht, wo der hin muss. Fuck. Doch, ich logge ihn hier hin. Können wir zumindest mal hier den Weg frei machen. So, das haben wir. Dann ganz kurz ums Geisterlicht hier oben kümmern. Aber ich finde die Unterwasserrätsel hier wirklich, wirklich schön. Wie hier Elemente miteinander gespielt werden. Und Kartenhändler. Wie groß ist das ganze Gebiet? Danke für die Gatte. Ja, und da ist auch Geisterbaum. Gut. Abkürzung geschaffen. So, den Geistersplitter möchte ich trotzdem mal ran. Damit lassen Feinde mehr Energiekugeln fallen. Haben wir den nicht schon? Eine Energie. Ach so, nicht geisterlich. Oh Gott. Na gut. Hier ist auch wieder ein Rennen, wo das Gegenstück fehlt. Oh, tun wir auch mal hier hochschwimmen. Da ist auch Korlok sogar. Wie nice. War mein Kleines, es ist schön, dich hier zu sehen. Es ist schon lange her, seit ich meine Höhle zuletzt verlassen habe. Doch du hast mir Hoffnung gegeben. Ich hoffe, es war alles nah und noch was anderes. Ein vertrauter Gestank. Gestank hört sich nicht gut an. Hunk, die Zeit ist von entscheidender Bedeutung. Wir werden widersprechen, wenn wir das ehrlich gefunden haben. Ja, schön. Ich hoffe, du hilfst mir jetzt auch wirklich. Und bist nicht noch so Deko mehr. Junge, wie sich da durchgequetscht hat. Ich dachte, dass wir den Weg versperren. Hat er hier hinten irgendwas versperrt?
Ja, so ein bisschen. Auf jeden Fall komme ich jetzt hoch. Sinn von dem hier verstehen? Ich glaube nicht. Aber ich komme hier, genau, da wäre ich auch so hingekommen, glaube ich. Mysteriöses Samen haben wir gefunden. Folgen wir einfach mal Quark, würde ich sagen. Ich meine, der wird ja schon wissen, wo wir hin müssen. Oh, hier sind wieder runterfallende Felsen. Bin ich das letzte Mal gestorben, als mehrere auf einmal kamen?